Ja, hallo und herzlich willkommen. Wir hören's. Irgendwas ist da draußen vor der Tür. Und wir sehen es auch draußen. Der Himmel ist rot. Es ist Blutmond. Ja. Der ist ja auch kurz weg. Ah, gut, okay. Ja, es gab nämlich irgendwas Problem. Der Server war weg. Mein Internet war generell weg. Deshalb konnte ich nicht wissen, was passiert war. Ich musste mich da neu einwählen. Aber anscheinend war es wohl auch so, dass TeamSpeak und der Server weg waren. Na gut, dann liegt das an die Trado. Ja, da muss da wohl bei denen ein Problem gewesen sein. Vielleicht haben sie kurz eine Aktualisierung gefahren oder sowas. Weil ich sag mal so, wenn es jetzt nur der eine Server gewesen wäre, okay, hätte dann zum Beispiel bei Minecraft irgendwie sein können, irgendein Plugin crasht und funktioniert nicht oder irgendwie, keine Ahnung, mag sich gegenseitig nicht. Aber wenn dann auch noch der TeamSpeak-Server, der dann unabhängig davon ist, halt auch noch zusammenbricht, dann bleibt nur diese Möglichkeit. So, jetzt ist natürlich die Sache, ich habe noch, weil ich habe jetzt gerade, das ist natürlich für euch ein paar Wochen her, habe ich gerade eben erst das Special aufgenommen praktisch, ja, für die ganzen Plugins, die wir jetzt nutzen. So, ja, die ganzen tollen Sachen bleiben drin. Isoxia joined the game. Ach, Isoxia ist wieder drin. Ja, und zwar, es ist folgendermaßen, ich hatte eine Aufnahme gemacht und irgendwas hat nicht funktioniert, ich weiß auch nicht, was los ist, ich muss mal gucken, vielleicht ist durch den Umzug, habe ich irgendwas, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, eigentlich habe ich alles soweit richtig gemacht, es kann auch, ich muss ganz ehrlich sagen, es kann auch sein, ich will da jetzt nicht irgendwie so sagen, so, oh nee, es kann mir nicht passieren oder sowas, ist mir schon ein paar Mal passiert. Wobei schon lange eigentlich nicht mehr, deshalb das sind so Kinderkrankheiten gewesen anfangs. Naja, auf jeden Fall, es kann auch sein, dass ich einfach vergessen habe aufzunehmen, aber ich bin der Meinung, ich hatte auf Aufnehmen geklickt, soweit losgelegt und habe dann auch, wenn ich meine Aufnahme fertig mache, minimiere ich das hier und muss dann halt auf Beenden klicken und schneide das dann zurecht. Und ich bin der Meinung, ich habe auch auf Beenden geklickt und habe gewartet, bis er die nächste Folge aufnimmt. Oder bis ich bereit bin. Also bis das Programm kurz das fertig gerendert hat, weil es geht relativ schnell, dann wird uns halt so zup, geht der Ladebalken und dann heißt es so, fertig und dann kannst du die nächste aufnehmen. Ich bin der Meinung, ich habe damit gewartet, aber es kann auch, ich muss sagen, ich, im Moment ist sowieso alles Duselwusel, Heiter, und sonst wie durcheinander und kann sein, dass ich vielleicht das einfach im Eifer des Gefechts, als ich unbedingt aufnehmen wollte, weil ich eine super geile Idee hatte, ja, mehr oder weniger, habe ich sie fast geträumt. naja. Oh, ein Riese. Ach, du Schande. Ja. Ich bin gepanzert, ne? Will ich das denn wirklich? Eigentlich möchte ich gerne den Blutmond... Oh, die Lohen. Ach, du Schande. Gegner können jetzt wirklich richtig, richtig weit gucken. Was sehe ich da hinten los? Was ist das denn? Ach so, ein Magma-Würfel. Genauso wie hier über uns. Puh, oh, 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 da kommt sie. Hast du mich entdeckt? Der ist weg. Okay, die kommt hier näher, glaube ich. Oder? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sie hier näher kommt. Der Blutmond könnte sonst auch mal gerne aufhören. Ich hätte jetzt nichts dagegen, ne? Die Sache ist, wenn ich... Verdammte Axt. Warum bin ich denn jetzt hier? Nein, verdammt. Mist. Ah, die Zombies sind weg. Tja, dann, war keine gute Idee. Warum mache ich denn sowas auch immer? Naja, ach. Egal, wir leben noch, unsere ganzen Sachen liegen da rum. Und zum Glück haben wir ja diesen einmaligen Admin-Bonus, dass wir unsere Erfahrungspunkte behalten.
Denn das hätte ich jetzt echt bescheiden gefunden, wenn das nicht mehr der Fall gewesen wäre. Ich glaube, das wäre wieder so ein Punkt gewesen, wo ich angefangen hätte zu weinen oder sowas. Und das möchten wir ja nicht, ne? Obwohl, wo ist mein... Ach, nicht, es ist... Da, alles da, sehr schön. Puh, das kann man weg. So, also man sollte nicht schlafen gehen. Aber es kam eben mehr als einer, ne? Eigentlich sollte nur ein Zombie spawnen. Ha. Komisch. Warte mal, nehmen wir das hier hin? Ich guck mal kurz ein bisschen nach Gegnern. Riesen, jede Menge Riesen. Was das hier links ist, werde ich alles noch erklären, aber das muss erstmal Tag werden. In Loki sein Gebäude, ja. Ich sehe nichts. Und ich möchte es eigentlich nicht unbedingt gegen Riesen kämpfen, denn die sind echt, echt fies. Oh, scheiße. Oh, muss ich mich fernhalten, weil die sehen einen meilenweit schon voraus. Mist, verdammter. Hier irgendwas? Komm in den Dschungel, da ist es nicht kalt. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Wow, 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 wow. Scheiß Zombie, scheiß Zombie, scheiß Zombie. Wow. Ich muss. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Nein. Oh, schnell verstecken. Ich muss mich schnell regenerieren. Ja, und zwar die Temperatur, ne? Wir können mal gucken, wie warm ist es hier. Kurz reinschauen. 14,3 Grad, ja, und 6,2 Ausdauer, sehr schön. Es wird ein Sturm aufziehen. Ach du Scheiße, ach das ist heute. Todes. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Sehr seltsam. Oder man ist blind. Sehr seltsam. Ich weiß nicht, was sie meinen. Oh, 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 der Blutmond ist zu Ende. Yay, wir haben den Blutmond überlebt. Naja, gut. Dann kann ich mich nämlich endlich darum kümmern, was ich euch hier zeigen wollte. Und zwar habe ich... Welche Gegner hier? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich sollte nämlich nichts mehr da sein. Genau, alles weg. Wunderbärchenhaft. Es wird ein Sturm aufziehen. Sehr schön. Hatte ich jetzt eigentlich Forecast gemacht? Achso, jetzt ist ja der neue Tag. Ah, okay, da wird es dann klar werden. Sehr schön. Wunderbar. Chill, ist raus und wieder rein. Okay. Gut, das ist die Stadtmauer. Und zwar mit dem Eingang und einem riesigen Tor. Ich hatte erst überlegt, wie machst du das? Und dann habe ich so mal geguckt und zum Nachgedacht und so, Mensch, ja, so ein Stadttor, das ist ja nicht einfach immer nur aus Holzbrettern. Nein, das ist ja immer quer gewesen mit irgendwelchen Stahlstreben, die da so drauf sind, so Stahlplatten oder Metallplatten, die von links nach rechts gehen, die dann so festgenietet wurden, damit das ein bisschen stabiler ist. Das habe ich hier mit diesen Sachen simuliert. In der Mitte ist eine kleine Tür, weil es gibt immer eine kleine Tür, über die man dann rein und raus kann. Wobei ich das noch anders machen werde. Die Tür kommt nicht dahin, die wird jetzt woanders hinkommen. Denn das hat mich schon so ein bisschen gestört. Die Tür wird hier hinkommen, einfach. Denn das ist etwas, was ich sagen muss, gefällt mir nicht im Moment. Gefällt mir gar nicht. Wir werden das natürlich... Warte mal, machen wir es nämlich hier so zu. Dann hat man praktisch hier noch so einen Kontrollweg. Es gibt es ja immer. Ne? Hat man schon öfters mal gesehen, dass in diesen... Toren entweder dann in so einer Ecke, so einer kleinen, ist dann so eine zweite Tür, oder es war zum Beispiel dann wirklich so am Rand, dass man darüber dann reinkam. So, wir machen das hier dann so. Hier kommt es komplett zu, genau, so. Da gibt es dann auch nichts zu sehen oder sowas, das ist einfach nur zu. Es soll wirklich nur dazu dienen, dass wir rein und raus gehen können. Wir brauchen noch ein paar mehr Steine, denn das ist eigentlich jetzt das größte Problem. Unser Steinvorrat ist weg. Wir haben keine Pflastersteine mehr. Die sind hier alle für draufgegangen. Das war bitter. Und ist es auch immer noch. Ach ja, stimmt hier, der Lichtbug. Ja. Dadurch, dass ich das eine Mal ein paar Fackel-Mods oder Fackel-Plugins ausprobiert habe,
die dafür sorgen sollten, dass es realistischer ist, beziehungsweise dass man zum Beispiel mit der Fackel in der Hand rumlaufen kann. Das geht, ich sag mal, bei den normalen, da gibt es halt so Mods, da geht das, aber bei den Plugins ist das nicht so ohne weiteres möglich. Was ich da gefunden hatte, war jetzt nicht so, ich sag mal, so toll. Ne? Also von daher. Ja. Habe ich es dann einfach wieder rausgenommen. War noch, glaube ich, die beste Alternative. Stimmt, ich erinnere mich. Genau, dann haben wir hier den Weg. Sehr schön. Brauche ich eigentlich nur noch eine zweite Tür dann in dem Fall. Dann so. Könnte ich natürlich auch abschließen, ne? Dass ich sage, ich schließe das ab. Nur ich darf durchgehen. Alle anderen dürfen noch nicht. Die müssen noch warten, bis es dann soweit ist. Nee, machen wir aber nicht. Wir sind nicht so fies. Also aktuell nicht. Dann mal schnell. Genau, ein paar Stöckchen gemacht. Was soll ich denn? Was mache ich denn hier? Genau, so. Und eine Schaufel brauchen wir, hätte ich gesagt, ne? Ja, also die Stadtmauer sollte erst ganz, ganz anders werden. Ich habe das jetzt dann doch ja so gemacht. Ich glaube, damit fahren wir auch ganz gut. Ich denke, das sollte klappen. Und sieht natürlich so jetzt herrlich aus, muss man ganz ehrlich sagen. Oh, was man natürlich machen kann, um diesen Tarneindruck so ein bisschen zu verstärken, wäre natürlich, indem ich sage, ich mache das hier so. Dann macht man an einer bestimmten Stelle nochmal sowas rein. Nee, eher nicht. Eher nicht, stelle ich gerade fest. Ach, jetzt habe ich vergessen, noch eine zweite Tür zu machen. Naja. Komm, machen wir schnell nochmal eine, wenn ich schon hier dabei bin, dann kann ich auch gerade mal schnell noch eine basteln. Jo, ich würde gerne, sehr gerne, was zur Xbox-Version erzählen. Aber zu dem aktuellen Zeitpunkt, wo ich hier die Aufnahme mache, und das ist jetzt, oh, klar, und ich komme mal kurz aufs Datum, denn ihr seid mit den Folgen mächtig weit voraus hier. Denn es ist Freitag, der 14. März. Noch ein paar Minuten nicht mehr. Und zu diesem Zeitpunkt gibt es noch keine Neuigkeiten. Das ist sehr schade. Ich muss sagen, mich bekräftigt das darin, dass man nichts Neues hört, wirklich, dass wir aufgehört haben damit, ne? Denn das ist, wenn sich nichts tut, das ist ja totaler Stillstand dort in der Entwicklung. Ich verstehe es nicht, wie die das machen können. Ich kann es wirklich nicht nachvollziehen, warum die das tun. Tja, ist schade eigentlich. Es fing da alles so gut an und dann setzt man das so in den Sand. Also, hier übrigens kommt auch noch ein Türmchen hin. Oh, Entschuldigung. Oh, es tut mir leid. Normalerweise unterdrücke ich das. Ich habe jetzt extra noch den Kopf rechtzeitig beiseite gerissen. Die Katze Felix hat sich erschrocken wie sonst sowas gerade, weil er nämlich links von mir liegt und total steif. Und ich habe natürlich automatisch, weil rechts Mikrofonständer und alles mehr so rechts ist, dann den Kopf nach links gerissen. Und ich weiß nicht, ob ich ihn getroffen habe. Ich glaube nicht. Nein, habe ich nicht. Ja, ich weiß ehrlich auch gesagt noch nicht, ob ich jetzt krank werde. In so letzter Zeit fühle ich mich so ein bisschen irgendwie schnupfenmäßig. Aber es kann auch Allergie sein, weil ich muss sagen, es ist ja teilweise schon mal recht warm gewesen. Also jetzt zumindest Mitte März, wo ich jetzt aufnehme gerade. Und hier, wo ich jetzt hingezogen bin, ist relativ viel Natur und alles blüht und ich habe leicht Probleme mit Heuschnupfen. Und es ist alles andere als angenehm dann. Naja, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwie lässt sich das garantiert klären. Ach ja, hier hatte ich einen Eingang gelassen. Der hat einen besonderen Zweck, denn hier ist eine Höhle. Die hatte ich schon erkundet. Teilweise, man sieht, ich habe das schon ein bisschen rumgebastelt oder mich hinbewegt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Geh weg. Geh weg, garstiger Zombie. Das ist natürlich das Problem, dadurch, dass die Fackeln da so doof sitzen. Ihr stirbt. Zombie. Elender Zombie, genau. Ah, okay, hier ist alles wieder normal. Komisch, das ist also nicht überall. Ist dann auch seltsam, ne? Warum das dann nicht so kontinuierlich überall ist, sondern halt nur so sporadisch mal.
Es ist auch immer nur eine Fackel mal so zwischendurch. Denn das habe ich hier so in den Stollen reingetrieben, um einfach Steine abbauen zu können. Habe dabei ziemlich, ziemlich viele Ressourcen entdeckt. Hier ist zum Beispiel Lava, aber da kann ich jetzt nicht rein. Ich hoffe, hier unten ist gut. Ja, es hört sich alles noch vernünftig an. Einfach nur halt Steine abbauen und Ressourcen finden. Ich brauche ja alles mögliche an Diamanten und sowas, ne? Hier haben wir recht viel Glück gehabt bisher. Hier ist ordentlich was. Und da werden wir jetzt einfach mal ein bisschen weiter buddeln, denn ich brauche da noch einiges. So, nehmen wir einfach mal das hier weg. Und Steine brauche ich ja sowieso massenhaft, von daher buddel ich einfach hier so meine Stollen hier rein und freue mich des Lebens. Denn die Mauer muss ja weiter wachsen. Also innen drin, weil wir haben gesehen, die Mauer ist ziemlich breit. Innen drin werde ich das Ganze mit Erde aufschütten, denn das muss sein. Einfach nur, damit nicht irgendwelche Gegner dort die ganze Zeit spawnen. Das würde mir tierisch auf den Puffer gehen. Muss ich ganz ehrlich sein. So, das wäre das an der Stelle. Das heißt, halt, Moment. Ich werde hier dann weiter in die Richtung gehen. Genau, gehen wir hier weiter in die Richtung. Oh, ich hasse Kies. Da kann jetzt kein Böse werden, da kann jetzt auf einmal Lava runterfließen oder sowas. Oh, anscheinend nicht. Gut, okay, dann bin ich schon mal glücklich, dass das nicht der Fall ist. Punkte. Wunder. Oh, ich höre Lava. Oder? Oder habe ich mich gerade vertan? Ah, sicher bin ich mir jetzt nicht und ich traue der Welt hier alles zu. Ja gut, ich muss da zumindest auch weiter buddeln, von daher passt sich das dann auch. Na komm schon, och, lass mich doch mal hier an meinen... Gibt's das denn? Wie geizig. Kann ich gerade nichts mehr mitnehmen, kann das sein? Nee, doch geht, ich wollte gerade sagen, so, hä, hallo? Das ist bescheiden, das ist wirklich bescheiden. Aber ich habe jetzt die Steine. Ja, doch, dann passt das erstmal. Kann ich noch ein bisschen weiter buddeln? Ich muss ja hier auf dieser Höhe lang. Gucken und hoffen, dass hier jetzt nichts rausgesprungen kommt. In Form von Lava natürlich, ne? Also Gegner wäre jetzt nicht so dramatisch. Da sage ich mir so, ach, haust du einmal drauf. Weg ist er, aber Lava haut sich meistens schlecht weg. Oh, Eisen. Ja, wir buddeln also weiter. Oh, Kohle. Ich kann jetzt sowieso nicht viel mitnehmen. Chill left the game. Oh, warum das denn? Was ist da los? Komisch. Ah, und er ist wieder da. Gut, okay, vielleicht bei ihm irgendwas, wer weiß. Kann auch sein, dass es wieder mal was mit dem Minecraft-Authentifizierungs-Server ist. Da ist ja gerne mal was in letzter Zeit, weshalb man dann nicht auf den Server draufkommt oder so. Da steht dann immer die ganze Zeit, Authentifizierung war nicht möglich oder sowas. Hm, so diese schönen Sachen, wo sich dann mal freut, jedes Mal so, yay, Überraschung, hehehe. Ja, nein, da freut man sich natürlich nicht, ist klar. Also jetzt will ich überlegen, was machen wir denn immer noch? Wir können eigentlich, genau, dann habe ich nämlich zwei Felder wieder leer. Dann kann ich zum einen hier die Kohle mitnehmen. Das wäre schon mal nicht schlecht. Und Erfahrungspunkte. Ah. Denn die werden wir ja brauchen. Ne? Wir haben es ja gesehen durch die ganzen Mods. Oder was heißt Mods? Also die ganzen Plugins. Jetzt ist er schon wieder raus. Hä? Das muss er mir gleich mal erklären, was da los ist. Ja, seltsam. Hm. Komisch, oder? Wenn einer die ganze Zeit rein rausgeht, aber steht auch keine Meldung da. Wieso, weshalb? Normalerweise würde bei mir als Admin ja dastehen, von wegen so, ist das und deswegen. Aber da steht ja gar nichts. Sehr komisch. Also ich weiß nur, er hatte jetzt heute da, am heutigen Tag geschrieben, dass er Probleme hatte. Was ist los? Mal schauen, vielleicht kann uns gleich was sagen, was da ist. Ansonsten muss ich mir nach der Aufnahme mal die Logdateien angucken und schauen, was da passiert ist. Wetter für heute, klar. Hatte kein Bett dabei. Ach so. Ja, da habe ich mir schon Sorgen gemacht, Mensch. Also das, puh, Schwein gehabt. So, dumm, dumm, er mag uns heute nicht.
Ja, glaube ich eher nicht, aber naja. Trotzdem eine nette Vorstellung. Ach ja, ich mag schon. Ich muss echt sagen, ich bin mega happy mit den Leuten, die hier drauf sind auf dem Server. Super glücklich. Finde das klasse, wie das alles hier abläuft. Nach wie vor, ich kann es nicht oft genug betonen. Also sehr, sehr schön. Doch. So, dann mal hier alles weggepackt. Eieieiei, was wir da an Kohle dabei haben. Das ist ja echt der Wahnsinn. Mal gucken. Oh, ja, wir haben schon einiges an Redstone gefunden, sehen wir. Und Lapis lazu die halt auch. Ich packe mal, das brauche ich nicht. Und ich brauche das hier im Moment auch nicht. Genauso wenig wie die Erde. Ich gucke nämlich gerade mal, was ich hier lassen kann. Ja, doch, das sollte erstmal reichen, sodass ich hier doch relativ fleißiglich erstmal da in der Höhle weiter buddeln kann wegen Steinen, denn ich brauche sie einfach, ne? Aber ich muss sagen, so vom Größenverhältnis her und allem und mit dem Tor, ich finde das echt super und bin da sehr begeistert, dass es so gut geworden ist. Ich brauche natürlich noch jede Menge Erde. Jetzt ist er raus? Hä? Das war alles seltsam. Haben die alle kein Bett dabei oder was? Ja, das ist jetzt auch komisch. Da fragt sogar schon der Chill, weil normalerweise der Isoxia, der ist ganz hart, der bleibt immer drin. Der kennt da keine Gnade. Sehr, sehr seltsam. Ah, kurz hier wegnehmen. Okay. Habe ich nicht irgendwie. Warte mal, wir gucken mal, dass ich mir kurz ein bisschen Erde knapsel. Jetzt nehme ich mal hier hin. So, sehr schön. Das gefällt mir gerade ein bisschen besser. Okay, hier würde. Ja, und dann kommt hier wieder hin. Ach du Schande. Wie weit geht denn das schon wieder mit dem Kies? Oh, ja, sehr schön. Oh. Ich glaube, da muss ich dann doch den ganzen hier wegnehmen. Ach man, Mistverdammte. Vor allem dann hier so viel. Ausgerechnet hier ist dann so elendig viel, ne? Das kann doch nicht wahr sein. Naja, machen wir kurz mal hier Licht rein. Genau, so, wunderbar. Haben wir wieder ein bisschen Kies, falls wir denn da Wege wieder basteln möchten. Und das wird ja auch kommen, ne? Irgendwann werden wir wieder Wege basteln wollen und dann haben wir genug Kies. So, wir nehmen erstmal das mit, den ganzen Redstone. Ach, sehr schön. Ich finde das toll, wenn ich so viel Redstone finde. So, bitte ein paar Diamanten oder so wäre vielleicht nicht schlecht. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Ich höre hier irgendwie Lava brodeln die ganze Zeit, oder? Oder irre ich mich jetzt? Ich muss ja Licht machen. Jetzt sehe ich schon, es wird ein bisschen dunkel. Und ich habe gerade was festgestellt, es könnte sein, dass wir schon zu weit gebuddelt haben. Denn da sollte ich vielleicht erstmal hier noch rüber buddeln, damit man weiß, okay, hier ist Schluss. Ah, das wäre nicht verkehrt unbedingt. Sehen wir, ach, das ist aber schon so weit gewesen. Tja. Oh. Eieiei, ist hier viel. Eieiei, sehr schön. Och, noch mehr sogar. Hier ist noch Diamant oder so? Hm? Nicht? Schade. Aber auch schon wieder 57 Redstone. Puh, das ist auch in Ordnung. Da kommt irgendwas. Na, sagt mein Timer gerade? Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass mein Timer gerade sagt so, nee, ich habe noch ein paar Minuten. Dann kriege ich doch hier noch einen Stollen reingetrieben, oder? Ja, ach, Dicke, komm. Hier finden wir jetzt Diamanten. Das sage ich jetzt einfach mal so. Vielleicht habe ich ja Glück. Ja. Ist das geil. Hey, ganz ehrlich, ich werde ab heute Wahrsager, ja. Ich setze mich jetzt irgendwie hier Astro TV hin und rede da mit meinen Kristallen und ist das geil. Ist das der Hammer. Was willst du noch mehr, ne? Das gibt's doch echt nicht.
Ist so geil. Ja, da habe ich doch wieder ein paar gefunden. Ich will ja auch welche von diesen tollen neuen Waffen bauen. Ah, dazu brauche ich noch Diamanten. Ist das geil. Na, noch mehr? Oh, auf jeden Fall jede Menge andere tolle Ressourcen, die auch noch direkt in der Nähe sind. Ei, wenn sich das nicht lohnt, ich weiß ja nicht. Hammer, krass, total krass, echt. Ich sag's noch nur so aus Spaß, ne? Und dann, ja. Hat es der Minecraft-Gott mit mir gut gemeint? Mal wieder. Sehr schön, ich bin zufrieden. Doch, doch, ich bin mit ihm zufrieden nach wie vor. Ach ja, herrlich. Na, was haben wir denn hier noch weiter? Komm, zeig doch mal an, was wir da noch so haben. Ach, hier ist die Erde. Muss mal gucken. Da muss ich mich nebenbei ein bisschen immer nach rechts buddeln. Ah, okay. Dann muss ich hier hinten an der Stelle nämlich mal ein bisschen noch. Weil ich weiß ja sonst nicht, wo es vorbei ist, ne? Das heißt, oh, das Eisen. Hier wird das Lavageräusch lauter, habe ich den Eindruck. Oh, müssen wir vorsichtig sein hier. Und dann hier, genau. Oh, Redstone. Ah. Ich buddel mich erstmal komplett durch, dass wir den Gang hier fertig haben. Oder? Ja, doch, ist ja richtig eigentlich. Ja, sehr schön. Wundermärchenhaft. Genau hier. Und dann hier auch nochmal so ein paar Stellen. Sehr schön. Vielleicht hier irgendwie Diamant noch mit dabei. Könnte ja sein, ne? Jetzt wären wir gierig. Jetzt wären wir richtig gierig, ne? Einmal Glück gehabt, schwupps, wird man gierig. Aber das ist immer so. Das ist echt wirklich jedes Mal so. Einmal hast du Glück und dann willst du das nur noch so haben. Und wie es läuft mal anders, dann wird man gleich unglücklich. Ist komisch, oder? Man gewöhnt sich da ziemlich schnell an Erfolg. Das ist eigentlich normal. Das ist ein ganz normaler Prozess, glaube ich. So, ich denke, ich gehe mal lieber zurück. Meine Sachen sichern. Gerade die Diamanten sind ja immerhin 5 Stück. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich noch welche? Ich brauche ja 6 Stück, um eine Superwaffe zu machen. Wobei ich diese Waffen hier nicht mehr benutzen kann, da diese schon benutzt sind. Seltsam. Ich weiß auch nicht, ob man dafür die verzauberten Waffen auch nehmen kann. Müsste man mal gucken. Auf jeden Fall ist Tag, das ist schon mal sehr schön. So, und ich glaube, ja, wenn ich das hier so sehe, genug Steine sind auch bei rumgekommen. Das hier zubuddeln werde ich übrigens nicht. Was ich mache, ist einfach mal, da es ja hier demnächst dunkel werden wird, durch, wie gesagt, den Einsatz von einer Decke, die wieder reinkommt und alles Mögliche, werde ich hier schon mal ein paar Fackeln setzen, damit es nicht zu dunkel ist. Und ich weiterhin hier fleißig die Sachen rausholen kann. Ja, ist sehr wichtig für mich. Die Sonne geht aber auch gerade unter sich. Haha, perfektes Timing. Ja, sehr schön. Du, 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 du. Gucken. Noch ist kein Gegner gespawnt. Sehr schön. Ich hoffe ja nicht, dass der Blutmond wieder aufgeht. Muss nicht sein. Habe ich jetzt nicht so das Bedürfnis nach. So mal schnell hier einen Block gesetzt, dass wir sicher sind. Und wieder ein paar Sachen ablegen. Genau das. Eieieiei, ich sag euch, ey. Wir kommen mit so viel Redstone nach Hause. Das ist echt der Wahnsinn. Habe ich noch Eisen? Genau, hier Eisen. Ach, Eisen, Alter. Tonnenweise auch schon wieder. Cool. Echt geil. So, kann ich schon einen Heuer machen? Nee, noch nicht. Muss ich wohl noch ein bisschen warten. Was sagt die Zeit? Aha, okay, gut. Ah, jetzt funktioniert es sehr schön. So viel muss alle anderen auch heuer machen. Wir könnten sie ja mal fragen, ne? Ganz vorsichtig fragen wir mal, ob die anderen dann auch schlafen möchten. So kann man das natürlich auch machen.
Stimmt, er hat ja gesagt, er hat kein Bett dabei. Das heißt, er geht dann kurz raus, wartet wahrscheinlich so und kommt dann wieder rein. Ja, ein Bettchen brauche ich schon. Denn hier nachts draußen an der Mauer weiter bauen, da so, hä, muss ich nicht unbedingt haben. So, Wettervorhersage für heute klar. Mich interessiert immer, was morgen passiert. Von daher gucke ich gleich mal. So, Forecast. Und, auch klar, sehr schön. Wunderbärchen ab. Das heißt, wunderschönes Wetter für uns hier, wenn wir denn da weiter basteln. Ich verabschiede mich dann trotzdem an dieser Stelle für die heutige Folge. Wir sind ja schon ganz gut vorbereitet, ne? Wir haben genug Erfahrungspunkte für eine der Superwaffen, dass wir die mal aufleveln können. Wir haben schon ein paar Diamanten gefunden. Also es läuft alles eigentlich ziemlich gut. Bloß das mit der Mauer wird noch ein bisschen länger dauern. Naja, wobei jetzt auch nicht so lange, ne? Also das ist dann doch relativ schnell erledigt und dann können wir ratzfatz loslegen mit dem richtigen Bau der Stadt und den allerersten Gebäuden, die da entstehen, beziehungsweise dem Straßennetz und dementsprechend dann den Grundstücken, sodass wir das Ganze auch zuordnen können, ne? Es wird eine große Hauptstraße geben und dann viele kleinere Seitenstraßen. Ja, da wird schon einiges passieren. Aber nun gut. Ich verabschiede mich an der Stelle, wie gesagt, wir sehen uns ja dann morgen wieder. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.